Es war von Beginn an unser Anspruch, für alle Menschen da zu sein. Ihnen zu helfen, Schmerzen zu lindern und für ihre Gesundheit zu kämpfen. Mit allem, was wir haben. Jedes Jahr mehr als 1400 Geburten. Unsere Kinderklinik ist hochspezialisiert. Ein Herz für alte Menschen. In der größten Geriatrie Deutschlands. Und in unseren Altenheimen. Interdisziplinäre Medizin wird in unserer Universitätsklinik großgeschrieben. Intensivmedizin verlangt hohe Professionalität. Der Beruf ist sehr hart, anstrengend und verantwortungsvoll. Aber verantwortungsvoll, das ist gerade der Punkt, der mich immer gereizt hat, auf der Intensivstation zu arbeiten. Und ich freue mich jeden Tag, hier auf mein Team und mit meinen Kollegen zusammenzuarbeiten. Jeden Tag kommen mehr als 150 Patienten in unsere Notaufnahmen. Viele brauchen im Anschluss Physiotherapie. Ein Ganzkörperscanner leistet hochmoderne Hautkrebsdiagnostik. Ein nuklearmedizinischer PET-CT liefert gestochen scharfe Bilder. Die Krebsbehandlung ist ein Schwerpunkt. In unserer weltweit vernetzten Forschung, im wissenschaftlichen Austausch und im Operationssaal. Andere Wege geht die Naturheilkunde und setzt uralte, bewährte Verfahren ein. Mit Bochum sind wir emotional eng verbunden. Wir leben Vielfalt und versorgen Menschen aus Kriegsgebieten und Corona-Krisenregionen. Eine Tradition von 175 Jahren, das St. Elisabeth Hospital. Wenn Mauern sprechen könnten. Aus bescheidenen Anfängen ist moderne Universitätsmedizin geworden. Mit umfangreicher Ausbildung für junge Menschen. Ein Stofftier? Kindern wird Medizin auch spielerisch näher gebracht. Umweltfreundliche Energietechnologien sind fest verankert. Zu wissen, woher man kommt und wo die eigenen Wurzeln liegen, ist auch für das Hier und Jetzt wichtig. Krankenhäuser haben den Aufbau einer Sozialstruktur in Deutschland entscheidend mitgeprägt. Sie waren in diesem Sinne Pioniere. Kriege, Bombenangriffe, Schutt und Asche waren schlimme Wegbegleiter. Unseren Vorgängern ist es gelungen, in oft katastrophalen Zuständen Kurs zu halten. Das ist heute Ansporn auch für uns. Ansporn für unseren gemeinsamen Weg in eine gute Zukunft.